Wenn man vom Mittelalter spricht, spricht man oft vom dunklen oder vom finsteren Mittelalter. Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Das Mittelalter war eine schreckliche Zeit. Es war womöglich sogar das finsterste Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Man wurde kaum älter als 30 Jahre, wenn man das Kindesalter überhaupt überlebte. Die Straßen waren verdreckt, die Leute hatten kaum irgendeine Lebensqualität. Gewalt, Grausamkeiten gehörten alle zum Alltag. Frauen hatten absolut keine Rechte und waren nur Werkzeuge für Männer. Technologischen Fortschritt gab es gar nicht und nach dem Untergang des Römischen Reiches trat die Zeit des Stillstandes in Kraft. Das Leben in den Städten war hart und grausam. Ja wirklich, wenn man vom Mittelalter spricht, dann ist dunkles Mittelalter noch untertrieben. Die Hölle auf Erden wäre eigentlich treffender. Das dunkle Mittelalter war eigentlich nicht nur dunkel, nein, es war ein Ort der Finsternis. Und damit wisst ihr auch, woher der Begriff dunkles Mittelalter kommt. Bis zum nächsten Mal. Jetzt mal ganz ehrlich, wie vielen Leuten ist der Kopf geplatzt und sie sind jetzt schon am Ausrasten? Das stimmt gar nicht, nein. Vielleicht schreibt schon der ein oder andere jetzt schon einen Kommentar und hat es bereits abgetippt und denkt sich so, jetzt habe ich es dem gezeigt. Atmet durch, alles gut. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, war eigentlich ziemlicher Bullshit. Also, nein, nicht falsch verstehen. Das Mittelalter war jetzt auch kein Wellnessurlaub mit edlen Rittern, die Jungfrauen in Not retteten und alle dann fröhlich auf den Feldern die ungetrübte Schönheit des Lebens besangen. Das Mittelalter hatte schon seine harten Seiten, die den Menschen viel abverlangten und sicher keine Zeit, in der irgendwer von uns gerne jetzt leben würde. Aber es war auch keine schreckliche Dystopie, in der es nur Schlechtes gab. Um einige Beispiele von vorhin nochmal zu relativieren, ja, die durchschnittliche Lebenserwartung war nicht sehr hoch. Das lag aber daran, dass oftmals Mütter, aber auch die Kinder die Geburt nicht überlebten. Und auch so war jetzt die Quote der Neugeborenen, die das Kindesalter erreichten, nicht unbedingt riesig. Zumindest nicht im Vergleich zu modernen Zeiten. Aber wenn man das Kindesalter mal erreicht hatte oder sogar überstanden hatte, dann stiegen die Chancen sehr stark an, dass man gut mal 50 Jahre oder älter wurde. Natürlich kannten die Menschen im Mittelalter auch Hygiene. Klar, sie waren jetzt nicht mit Deo am Rumlaufen und badeten sich täglich. Aber das Konzept des Badens und der Körperhygiene war auch nichts, was sie alle paar Jahre mal ausprobierten. Und auch technologischen Fortschritt gab es einiges. Meine kleine Funfact, wusstet ihr, dass Kleinbuchstaben auch im Mittelalter erfunden wurden? Ja, ich weiß, das ist ein guter Grund, das Mittelalter zu hassen. Und natürlich, Frauen waren nicht gleichgestellt, wie wir es heute verstehen. Das heißt aber nicht, dass Frauen absolut keine Rechte im Mittelalter hatten. Einige Frauen hatten sogar einen riesigen Einfluss auf die Geschichte. Einige ganz große schillernde Beispiele wären da Eleanor von Aquitanien, Kaiserin Mathilda oder die Tochter von Alfred dem Großen, Aethelflaed. Zu jedem dieser Themen und viel, viel mehr könnte man eigene Videos machen. Aber wenn ich jetzt all das erklärt habe, bleibt doch die Frage, wieso zur Hölle gibt es dann immer noch den Begriff dunkles Mittelalter oder finsteres Mittelalter? Und damit, nachdem ich wahrscheinlich einigen Leuten einen leichten Nervenzusammenbruch näher gebracht habe, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Aber auch hier, bevor wir die Frage beantworten, stoßen wir schon auf erste Probleme. Was genau umfasst denn dieses dunkle Mittelalter? Es gibt keine wirklich einheitliche Antwort. Je nach Region gibt es unterschiedliche Zeitabschnitte, die man als dunkel bezeichnet. Und auch hier einige Beispiele. In Zentraleuropa spricht man vom dunklen Mittelalter während bestimmten Teilen des Frühmittelalters und der Völkerwanderung. In der Geschichte Britanniens beispielsweise hingegen, naja, bezeichnet man damit gerne die Zeit, in der die Römer sich von dort zurückzogen und dem Einfall der Angelsachsen im 5. und 6. Jahrhundert. Einige englische Historiker nehmen das ganz chillig mit dem Begriff Dark Ages und beziehen das einfach aufs gesamte Mittelalter. Easy! Aber why? Naja, mit diesem Begriff des dunklen Mittelalters bezieht man sich gar nicht darauf, dass ja alles so schrecklich war im Mittelalter, sondern darauf, dass wir von diesen dunklen Abschnitten eben sehr wenige schriftliche, aber auch archäologische Quellen haben. Sprich, es ist insofern dunkel, als dass wir, naja, salopp gesagt, im Dunkeln tappen, wenn wir uns ein volles Bild dieser Zeit schaffen wollen, weil wir halt sehr wenig Informationen darüber haben. Sehr vieles ist schlicht verloren gegangen. Gründe, wieso wir von bestimmten Abschnitten so wenige Informationen haben, gibt es viele. Und je nach Region und Zeit unterscheiden sie sich eben. Zerstörung von schriftlichen Quellen bei Kriegen und Brandschatzungen, Quellen, die schlicht und einfach die Jahrhunderte nicht überdauert haben, eine große Analphabetenquote und eine kleine Anzahl von Leuten, die überhaupt schriftliche Dokumente erstellen könnten. All diese Faktoren und viele weitere spielen da eben zusammen. Und gerade in einer Zeit, in der nicht besonders viel schriftlich festgehalten wurde, ist es natürlich für das Wenige, das man schriftlich festgehalten hat, umso schwerer die Jahrhunderte zu überdauern, da es eben sehr, sehr weit zurück
liegt und generell es eine starke Zeit des Umbruches war, da das römische Imperium unterging und sehr viele Machtstrukturen sich neu etablierten und Gesellschaften sich neu formen mussten. Das heißt nicht, dass jetzt plötzlich alles düster wurde und alles schlechter, nur weil Rom zusammengebrochen war. Aber mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums ging auch die Schreibkultur für eine Zeit lang zurück und baute sich erst langsam wieder in Europa auf. Aber der Begriff des dunklen Mittelalters ist eben nicht unproblematisch. Ich hab's zwar vor allem als Joke gemacht, aber dieser Unterton, den ich am Anfang rübergebracht habe, naja, das wird schon sehr stark suggeriert, sag ich mal, mit dem Begriff dunkles Mittelalter. Ihr wisst schon, dieses Zeitalter des ewig schrecklichen Mittelalters, in dem es nur Schlechtes, aber nichts Gutes gab. Und gerade in der Renaissance wurde dieser Begriff besonders stark geprägt. Also in der Zeit, in der Aufklärung, Wissenschaft und Fortschritt extrem viel Aufwind bekamen. Man wollte sich mit dem Begriff dunkles Zeitalter eben vom Mittelalter abtrennen, um da, naja, wieder mal einfach ausgedrückt zu sagen, das Mittelalter, sie waren da so rückständig, aber wir sind so fortschrittlich, wir sind so erhaben. Und dieser Ausdruck des dunklen Mittelalters, der dort sehr stark geprägt wurde, ja, prägt auch bis heute sehr stark unser Bild. Selbst wenn, wie bereits erwähnt, das dunkle Mittelalter sich nicht darauf bezieht, dass die Zeit so, so schrecklich war. Es ist halt trotzdem dieser Vibe, der in diesen Begriffen mitschwingt. Wie bereits gesagt, ich möchte auch nicht behaupten, dass das Mittelalter ein perfekter Ort war, der einem Paradies gleichkommt. Aber es war halt auch nicht die wahr gewordene Hölle. Und das Ganze entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie. Denn auch wenn wir natürlich einiges wissen über diese Zeit, ist unser gesichertes Wissen doch im Vergleich zu vielen Zeitaltern und Epochen in der Menschheitsgeschichte relativ rar gesät. Und gerade das macht es so schwer, uns überhaupt ein genaues Bild davon zu verschaffen, wie sehr sie denn nun rückständig oder fortschrittlich waren und wie das Leben dort genau aussah. Zum Abschluss nochmal, sorry für all die Leute, die sich am Anfang etwas aufgeregt haben. Ja, cheers!